Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Gemeinderade. Ja, wie ihr seht, bin ich hier noch am Ansehen oder letztes Feld jetzt am Ansehen. Hier kommen ja unsere Sojaböhnchen rauf. Da bin ich jetzt bei. Das war die Nummer 2, jetzt kommt die dritte. Ja, vorab habe ich hier noch einmal gedüngt, schon einmal, wie ihr seht, sieht man hier auf die Fahrbahn vom letzten Mal, hier habe ich jetzt Mist gebaut, bin ich zu weit rüber gekommen. Deswegen habe ich nicht so wie beim letzten Mal da hinten angefangen, sondern da angefangen. Beim nächsten Mal tauschen wir wieder, dann fangen wir wieder da hinten an. So. Ich fahre vorweg hier nochmal wieder einmal Gülle, so wie auf den anderen Feldern auch. Da habe ich auch einen kleinen Aussetzer gehabt. Okay, dann machen wir da. Einmal ein bisschen nachkorrigieren. Oh, irgendwie. Also ich bräuchte jetzt eigentlich auch nur in der Fahrgasse fahren. Der alten Fahrgasse, sag ich jetzt mal. Dann würde das eigentlich perfekt hinkriegen. Aber das machen wir nicht. Wir machen hier trotzdem Spurenreißer raus. So, das ist die 2. Ich muss immer noch mitzählen, sonst komme ich hier durcheinander. Drei. Und die 4. Da wird das jetzt, also hier kommt hier eine Fahrgasse. Ich finde, ja, eigentlich klappt das immer recht gut. War klar.
Ja klar, die ganze Zeit nichts und wenn ich in der Aufnahme bin, dann geht mein Handy. So ein doofer Cheat aber auch immer. Ich bin echt angesehen, aber ich vergesse es auch immer wieder, das Handy, wenn ich aufnehme, auf lautlos zu stellen. Geht ja doch relativ schnell. Später Frühling sind wir jetzt. Oha. Das ist noch ganz schön lange hin alles. Mal gucken, was wir denn die ganze Zeit machen. Ansonsten muss ich halt vorspulen bis zum Ernten. Weil sehr viel haben wir eigentlich nicht zu tun. Gerade. Die Wiesen hatten wir ja gerade gemäht. Müsste ich noch einmal düngen, jetzt auf jeden Fall. Ja, die müsste ich jetzt nochmal düngen. Die könnten nochmal gedüngt werden. Ja, das können wir machen. Holen wir uns dann nochmal unser Güllefässchen und bring noch mal ein bisschen Gülle aus. Und ich habe vergessen, den Spurenreiter rauszumachen. Das könnten wir noch machen. So, jetzt die dritte bauen. Und wieder eine Fahrgasse. Ja, ich sag mal, wenn man einmal gut und vernünftig gemacht hat, dann ist das eigentlich gar nicht so schwer mehr mit dem Fahrgast. Ne, man muss sich damit halt einmal auseinandersetzen und gucken, wie das am besten geht und passen tut. Wenn man sich nicht sicher ist, dann stellt man sich halt am Feldrand oder so die gewünschte Spritze hin mit der Arbeitsbreite, die die Spritze hat, und guckt dann, wo man da eine Fahrgasse macht und wo nicht. Und so habe ich es zum Anfang auch gemacht, so habe ich es mit dem anderen Seemaschinen auch gemacht, die alle Fahrgassenschaltungen haben oder wo es möglich ist. Zumindest bei den geraden Arbeitsbreiten, also 4 Meter, 6 Meter, 8 Meter, 10 gibt es glaube ich nicht, 12 Meter. Da geht das einfach am besten. Bei den anderen, bei 5, ich glaube 9 Meter und das andere, die Amazon, ich glaube 15 Meter oder so. Da habe ich mich auch noch nicht mit befasst. Weil ich so einen großen Düngerstreuer nicht habe. Höchstens. Der hat eine Arbeitsbreite von 12 Metern, der auch mit Streuteller hat eine größere Arbeitsbreite. 18 Meter. Das ist auch nicht so berauschend.
Der hat 26 Meter. 36. Könnte ich die hier nehmen? Die Hardy. Und die von Amazon. 36. Aber es wäre mit 15 Meter ja auch nicht. Würde ja auch nicht gehen dann. Bei so einem großen. Nee, Quatsch. So einem großen. Seemaschine habe ich ja nicht. Ich denke mal, werde ich auch nicht brauchen. Wenn, dann würde ich höchstens die 12 Meter nehmen von Lemken. Bei der würde das auch klappen. Wie gesagt, das wird dann einmal Vorgewinde und dann eine halbe Bahn mit. Also eine ganze Bahn bei der 12 Meter, eine halbe mit Fahrgasse und dann nochmal eine ganze als, ja, so wie hier denn halt, ne? So ein bisschen. Das war jetzt die dritte, also kommt jetzt die Fahrgasse wieder. So. Ja, wie gesagt, dann können wir die Wiesen noch düngen. Einmal, ja, nehmen wir Gülle erstmal. Wir haben ja noch jetzt Gärreste in der BGA. Im Verkauf der Silagenballen. Ja, geht eigentlich doch ziemlich zügig, schon fast wieder fertig. Drei. Oh Mann, 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 Mann. Okay, kommt hier die vierte. Für den Spurenreiter natürlich vorzeitig hochgenommen. Ungefähr so ein bisschen abschätzen. Ich noch ein Stück weiter nach hinten gekommen. Vier. Und Spuren reicht auch wieder raus. So, ich guck mal, ob ich das hier eigentlich noch mal gleich drin kann. Wäre ja eigentlich nicht so schlecht.
So, gut, ich werde das Stück jetzt hier noch fertig machen und dann, ja, sehen wir uns dann halt beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüssi!